Hi, das ist eine Turbowelt-Spontan-Folge. Wir nehmen diesmal live auf, direkt aus der Metro. Und ich warte noch, bis Vanessa zusteigt. Vanessa Kufs, ihrerseits Forscherin zum Thema KI, generativer KI, bildgebender KI. KI. Der Zug steht hier noch, deswegen erkläre ich euch schnell, worum es in der Folge gehen soll. Also großes Überthema ist, KI ist langweilig. Langweilig in dem Sinne, dass ihr wahrscheinlich alle schon mal jetzt Sachen wie Midjourney und DALL-E ausprobiert habt, Bilder damit erzeugt habt und festgestellt habt, dass das alles irgendwie seltsam unprickelnd ist. Wenn man mal genau hinguckt, sieht man da sehr stark stereotype Darstellungen, die durchaus auch diskriminierend sein kann. Und auch oft nicht so genau das macht, was man gerne hätte oder möchte. Und zum anderen geht es oft darum oder sieht man oft, dass es sich dabei um Blackboxen handelt. Also man schreibt in irgendeiner Webseite einen Prompt rein, da kommt ein Bild raus. Und man weiß eigentlich gar nicht, wie das genau entsteht, wie man das vielleicht beeinflussen könnte. Dagegen oder dafür gibt es natürlich Abhilfe. Ganz viele Open-Source-Systeme. Tools, Werkzeuge, Code-Schnipsel, die man sich runterladen kann, mit denen man arbeiten kann und dazu natürlich auch eine sehr, sehr große Community. Und was das alles ermöglicht, beziehungsweise was das eigentlich an uns an Verantwortung übergibt, das möchte ich mal mit Vanessa zusammen besprechen. Ah, cool, da ist sie. KI ist langweilig. Denn KI ist langweilig. Hast du schon gesagt, dass KI langweilig ist? KI ist langweilig. Aber hey, warum ist es langweilig? Da müssen wir euch natürlich ein bisschen abholen. Und wir haben uns dazu überlegt, dass wir jetzt erstmal so eine Sektion machen, so eine richtige schöne Doom-Talk-Sektion. Das heißt, wir werden euch die ganzen unangenehmen Sachen um die Ohren hauen. Und danach wird es wieder erbaulich. Versprochen. AKA KI nimmt uns die Arbeitsplätze weg. Ja, hast du schon erwähnt, dass nicht die KI uns die Arbeitsplätze wegnimmt, sondern Menschen, die KI können, nehmen dir die Arbeitsplätze weg. Also das ist so der neue Spruch, wenn man so ein bisschen aus Versehen durch LinkedIn scrollt und den Leuten noch ein bisschen Angst machen möchte. Also quasi eigentlich Entscheidungsträger, die die KI benutzen, um eigentlich Arbeitsplätze wegzunehmen, wegzurationalisieren, wegzuautomatisieren. Meinst du das? Ja, na, ich meine, du kannst ja KI, also du kannst irgendwas mit KI, also machst du dir da keine Sorgen. Was machen wir denn jetzt mit all den Leuten, die KI nicht können? Ja, das, wie, was sagt Elon Musk dazu? Basic Income? Weiß ich nicht, ob das die Lösung ist. Keine Ahnung. Aber wir wollten ja erstmal Doom Talk machen. Also Nachhaltigkeit. Vanessa, du bist ja auch ein bisschen forschend in der Richtung unterwegs. Kannst du was dazu sagen? Naja, ich meine, dass das jetzt ein ziemlicher Wasserressourcen- und Menschenressourcenverbrauch ist, solche Modelle zu trainieren und vor allen Dingen auch solche Server zu betreiben, ist ja zum Glück auch kein Geheimnis mehr. Also so wie ich das medial mitbekomme, ist das langsam so Thema. Wir wollen ja vor allen Dingen auch, ja, jetzt mal unabhängig von Bild-KIs, Vorhersagemodelle nutzen, um Klima vorauszusagen oder auch Klimaschutzmaßnahmen, Sachen zu vereinfachen, Ressourcen zu sparen mit einer Technologie, die selbst sehr viel Ressourcen verbraucht. Und dann sind wir ja noch dabei, die ganz witzigen Bildchen zu generieren und ganz viele Anfragen rauszuschicken, die jedes Mal ja auch wieder Ressourcen verbrauchen. Ich habe dazu auch ein bisschen recherchiert. Also man kann sich das so vorstellen, dass es da Rechenzentren gibt, wo ganz viele Grafikkarten mehr oder weniger aneinander geschalten sind. Und die ruft man quasi an, wenn man ein Bild bei DALL-E oder Midjourney generiert. Und die müssen natürlich kontinuierlich betrieben werden und brauchen Energie und so weiter und so fort. Genau, und da sind wir jetzt nur wieder beim bösen Endverbraucher, der diese Klicks generiert. Da haben wir noch nicht drüber gesprochen, was das
für Strom, Wasser und Ressourcen verbraucht, um diese Modelle überhaupt erstmal zu entwickeln, ja, zu trainieren, die Datensätze zu generieren, was da auch für menschliche Ausbeutung dahinter steht. Also wir sprechen nicht nur von Umweltressourcen, Ausbeutung, alles, damit du vor allen Dingen dir diese ganz schönen witzigen Bildchen generieren kannst, richtig? Ja, richtig, genau. Stichwort Urheberrechte kommt ja auch noch mit dazu, ne? Also die nächste Station wartet schon, wir müssen bald fertig werden, also Urheberrechte, ja? Daten werden aus dem Netz geklaut von Künstlern ohne deren Einverständnis. Ist ein Riesenproblem. Wir haben Clickworker, sprich quasi Leute, die halt KIs im Hintergrund trainieren, also sprich halt bestimmte Routinen für uns abnehmen. Das sind alles Sachen, die laufen so ein bisschen im Hintergrund. Dann haben wir noch Fakes, also Deepfakes, auch eine sehr schöne Sache. Ganz kurz noch, wir sind ja noch nicht ganz bei der Haltestelle zu dem Thema Clickworker. Also wir sind ja alle seit vielen Jahren schon die Clickworker, indem wir fleißig seit ein paar Jahren die Google Recaptures ausfüllen. Also eigentlich trainieren wir die KI. Es ist immer die KI. Ja, ne? Ist die eigentlich weiblich? Ja, ne? Ist die weiblich? Ich weiß nicht, die KI hat kein Geschlecht, oder? Ja, eigentlich ist sie männlich, wenn man mal die Datensätze so ein bisschen durchforsten würde. Ja. Um nicht abzuschweifen, also wir haben das Ding alle fleißig mittrainiert, Gesichter getaggt, unsere Freunde in Facebook getaggt und so weiter und so fort. Das ist noch ein bisschen der angenehme Teil, aber wir haben auch Menschen im globalen Süden, die unter sehr, sehr prekären Arbeitsbedingungen und auch unter psychologischen, problematischen Inhalten arbeiten, damit wir sozusagen dieses Datenerlebnis genießen können. Und diese Menschen, die das für uns machen, sind am Ende nicht mal Teil davon, das mitnutzen zu können. Riesige Diskrepanzen. Eieiei. Die Station ist da. Ich glaube, wir warten mal noch kurz, bis die Leute hier aussteigen. Ich weiß gar nicht, wo wir raus müssen. Ja, nee, ist wo noch fahren die wir nächste, eigentlich hin? Die nächste Station. Wir fahren zu der nächsten Station. Ja, genau, zu der nächsten. Wie kommen wir denn aus der Misere raus? Hast du irgendeine Idee? Achso, du willst die Lösung für die KI? Ich will jetzt genau die Lösung haben. Hast du eine Lösung? Ich habe keine Lösung, aber es gibt viele, viele kluge Menschen und auch WissenschaftlerInnen im Bereich KI, die solche Frameworks erarbeiten und sich Gedanken darüber machen, statt in Furcht, Dystopien und Angst zu verfallen und alles hinwerfen zu wollen, zu überlegen, was hat man denn überhaupt für Handlungsmacht? Mhm. Und da gibt es ein paar spannende Ansätze, um jetzt einfach mal ein bisschen... Meinst du jetzt Handlungsmacht im Sinne von, wie geht man da mit der Technologie um? Genau, wie holt man sich... Oder wie eignet man sich die Technologie als normale Bevölkerung wieder an? Weil wir haben ja bisher das Problem, dass so viele Ressourcen, Technik und Wissen benötigt, solche Modelle auch trainieren zu können. Das ist ja, also das kannst du vielleicht im Kleinen mit den Bild-KIs auf deinen Rechner machen, aber wenn wir jetzt von großen Modellen reden, die von null auf trainiert werden, wo die Datensätze vorher bereinigt werden müssen und vorbereitet werden müssen, da wird es schon eng, auch für größere Institutionen und Forschungseinrichtungen. Und da haben wir das Problem, wer hat den Zugang, überhaupt so eine Technik zu entwickeln? Und dann bleiben nicht mehr viele übrig, ne? Kennen wir ja Meta, Amazon mit Daniel Turk oder Google und so weiter und so fort, OpenAI, noch um der Vollständigkeit halber. Und ja, das sind ja auch alles ganz schön westliche Firmen, die im Prinzip mit Daten und den beinhalteten westlichen Werten im Prinzip diese Technologie global zur Verfügung stellen. Und da merkt man schon, okay, da sind ein paar Lücken. Gibt es eigentlich auch chinesische Open-Source-Modelle? Ah, da fragst du mich was, also ganz... Das habe ich jetzt gerade nicht so nicht zum Rausgraben. Da habe ich jetzt spontan in der U-Bahn nicht recherchiert. Ja, wir haben ja auch hier kein Netz, also wir können jetzt auch nicht schnell nachgucken. Ist ja jetzt auch nicht so wild. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Genau, also ein Beispiel, was ich bei meiner Recherche ganz interessant fand, ist zum Beispiel die Graswurzelbewegung Massakane. Das ist eine afrikanische Initiative mit nach dem Motto From Africans for Africans. Und da ist der Fokus darauf gesetzt, dass zum Beispiel jetzt bei den Bildern oder bei Large Language Modellen diese Datensätze der Sprache oder der Werte oder der Darstellung ja gar nicht inbegriffen ist. Also es gibt diese Datensätze einfach nicht. Also es sind auch ganz viele Bevölkerungsgruppen, Wertesysteme und auch Ansichten, Religion eigentlich überhaupt gar nicht vertreten in diesen Datensätzen. Das merkst du ja auch, wenn du die Bilder generierst oder hast es ja in Vorträgen auch immer wieder deutlich gemacht, welche Stereotypen und welche Ästhetiken da immer wieder zum Vorschein kommen. Also vielleicht, um es nochmal so ganz deutlich zu machen, ne, wenn man jetzt so ein Modell nimmt, also zum Beispiel so ein Open-Source-Modell und dort dem Modell einfach sagt, Man, dann kommen halt ganz einschlägige weiße Männer raus. Wenn man den Modellen sagt Woman, kommen langhaarige, meist junge Frauen raus. Wenn man Home eingibt, gibt es Abbildungen von Häusern, die sehr amerikanisch aussehen und so weiter und so fort. Ihr könnt euch vorstellen, was damit gemeint ist. Eine Stereotype, sehr stereotype Abbildung, die... Also ich habe das ja gemacht, ausprobiert und habe dann so gedacht... Scheiße, mich nervt das so. Also auch zum Beispiel, wenn man Ugly eingibt, kommen halt einfach alte Leute. Ja. Also ist halt auch durchaus diskriminierend. Aber da kann ja die Technologie in erster Linie erstmal nichts dafür. Also ne, das ist ja ein Probabilitäts-Wahrscheinlichkeitssystem. Es sind ja vor allen Dingen die Daten, die da drin sind. Ja, man denkt... Also es liegt tatsächlich nicht nur an den Daten. Also selbst wenn wir reine diskriminierungsfreie und stereotypfreie Daten hätten, würde das Problem alleine nicht lösen. Wir haben ja immer noch gewisse Zielstellungen. Also die Frage, wer entwickelt eigentlich für wem so ein Modell? Das sind ja meistens eher ja, oberflächliche Nutzererfahrung oder auch eher ja, gewinnorientierte Ziele, die da erstmal gesetzt sind. Das ist ganz wenig, wenn man sich da die Briefings für solche Modelle anschaut, dass da steht, ja, wir wollen möglichst diverse, diskriminierungsfreie Abbildungen erzeugen. Das ist ja jetzt erstmal nicht das Verkaufsziel dahinter. Und auch die Frage, wie solche Interfaces oder solche Modelle in der Anwendung auch gestaltet sind. Da nehme ich ja auch schon viel dem Nutzer ab, was da überhaupt für Filter oder für Regler oder für Einstellungen gemacht werden können. Und dann haben wir ja auch noch eine weitere Stellschraube, die Entwicklerteams selber. Ja, klar. Also die Menschen, die sozusagen dahinter sitzen mit ihren Background, mit ihren Wertevorstellungen, die auch auf Basis ihrer eigenen Erfahrungen diese Modelle feintunen, ich sage jetzt mal die Regler schieben, um das jetzt mal nicht zu komplex zu erklären. Und da fließen ganz, ganz an ganz vielen Eckpunkten diese Stereotypen und Diskriminationen mit ein. Und ja, das muss erstmal alles irgendwie sichtbar gemacht werden. Mhm. Also wir müssen erstmal drüber reden, wo sind denn überhaupt diese ganzen Probleme? Aber so, um es mal kurz zu machen, wir haben Daten aus dem Internet geholt, Zeug aus dem Internet, also ich sage jetzt Zeug bewusst, weil es oft ja keine Qualitäts- oder keine qualitativ aufgearbeiteten Daten sind. Wir haben Entwicklerteams, die auch alle sogenannt biased sind, also halt in bestimmten kulturellen Kontexten groß geworden sind. Und jetzt erwarten wir von den Dingern, dass sie irgendwie super divers und clever sind. Da stimmt auch was nicht. Genau, vor allen Dingen haben wir es ja mit Daten zu tun, die aus historischen Kontexten entstanden sind. Also diese Daten sind ja der Spiegel der Vergangenheit unserer Gesellschaft oder der Ist-Zustand gerade. Also wie soll das jetzt im Prinzip, oh Wunder geschehe, auf einmal alles divers und ganz toll und diskriminierungsfrei sein? Also da ist ja nicht nur auf dieser Modellebene so viel zu tun, sondern wir müssten ja generell erstmal unsere eigenen Werte hinterfragen. Wie sieht denn die oder wie sieht denn so eine KI aus, die uns als Gesellschaft einen Mehrwert bringt? Oder was würde uns denn als Gesellschaft einen Mehrwert bringen? Also in was für einer digitalen Welt wollen wir denn leben? Also du merkst schon, das ist ja ganz
ganz sehr miteinander verzahnt. Ich will gar nicht in der digitalen Welt leben. Du willst nicht in der digitalen Nein. Welt leben. Nee, das ist doch nichts zwischen diesen ganzen Bits und Bäumen. Nee, aber was, wenn du es dir mal aussuchen könntest, gerade was jetzt so diese ganzen Trainingsgeschichten mit Modellen betrifft, was wäre denn so deine Wunschvorstellung? Ich finde es eigentlich ganz spannend, wenn wir wegkommen von dem, wir wollen immer größere Modelle, die alles können, ne, bis hin zur sogenannten AGI, die bis zur Singularität alles beherrschen kann und sogar schlauer ist als wir Menschen. Weiß ich nicht, wäre jetzt nicht mein persönliches Ziel. Ich fände es doch ganz spannend, wenn wir lieber viele kleinere, spezifische Modelle haben, die dann eben gut in ihren Aufgaben sind. Mhm. Zum Beispiel uns helfen bei Logistikfragen, um Ressourcen zu schonen, also den einfachsten Weg für Transporte zu finden, mhm, oder bei der Erforschung von Medikamenten oder in der Medizin zur Findung von bestimmten Molekülen oder Virenarten oder wie auch immer, dass man da diese Vorhersagemodelle und auch diese spezifische Mustererkennung, was ja eigentlich die Stärke auch von solchen Modellen ist, nutzen kann, mhm, um wirklich was Sinnvolles zu machen. Aber wird das nicht schon gemacht? Also ist das nicht schon, passiert das nicht schon eigentlich? Also in so Fachrichtungen oder in Fachgebieten schon? Das passiert zum Glück. Also da gibt es einige Forschungsprojekte, gerade auch beim Thema Klima und Ressourcenschonen und auch Logistik. Aber am Ende ist es ja im Prinzip noch nicht gängig. Also die Interessen sind ja nicht hauptsächlich da. Ja, also die Interessen im Sinne von einer gemeinbezogenen, also eine gemeinnützige. Ja. Ein gemeinnütziger Zweck, den siehst du nicht? Oder also logischerweise ist der implizit, ja. Also wenn ich jetzt irgendwie nach einem Medikament suche und so weiter, ja, was halt irgendeine Krankheit heilt, dann ist das ja in gewisser Weise gemeinnützig. So. Aber halt eben auch profitorientiert. So. Ich habe jetzt nur gerade gedacht, das ist ja das Coole auch mit den ganzen KI-Sachen, die sind ja verbindbar. Also so im Sinne von, die eine Gruppe hat das gemacht, die andere Gruppe hat das gemacht und die könnten ja eigentlich Dinge zusammenbringen, oder? Das wäre optimal. Also wenn wir jetzt mal so ein bisschen auch bei den Bild-KIs oder generell in dem Bereich bleiben, haben wir ja auch schon so Open-Source-Konzepte, also wie die Plattform Hugging Face, die zum Beispiel zur Aufgabe gemacht hat, als Plattform die Codes von solchen Modellen freizulegen oder auch geleakte Codes von kommerziellen, also nicht offenen Anwendern. Was ist denn ein geleakter Code? Sagen wir mal, geklaut, also nicht offiziell freigegebener Code, dass das sozusagen als Gemeingut betrachtet wird. Also es dass eben KI eine Technologie ist, die so sehr in unsere sozialen und gesellschaftlichen Strukturen einwirkt, dass sie uns einfach allen zugänglich sein sollte. Mhm. Und das sind ja zum Beispiel auch schon spannende Ansätze wie Open Source oder den Code zu teilen oder eben vielen Menschen zugänglich zu machen. Oh Mist, wir müssen die nächste raus. Ich glaube, wir müssen jetzt raus. Ah ja, du weißt, wo es lang geht? Ja. Ich bin hier schon wieder lost. Ja, aber wir müssen auf Bahnsteig 4, warte. Bahnsteig 4, also die scheiß Treppe runter. So, okay. Ah, ich hab noch einen Sitzplatz. Hier, komm, wir können uns hier hinsetzen. Ich kann auch rückwärts fahren, ist okay. Ah ja, okay, alles klar. Mal ganz blöd gefragt, was kann denn jetzt, wenn ich jetzt Bock habe, mit KI was zu machen, ja, oder überhaupt mich damit zu beschäftigen, was wäre denn da das Beste? Kannst du mir da sagen, oder was wäre da sinnvoll? Aus deiner. Du fragst mich gerade. Ich frage dich, ja. Du fragst mich, du machst doch selber einen ganzen Tag. Ich frage dich, weil ich das gerne wissen möchte. Also, was willst du denn konkret machen? Also, willst du Bildchen erstellen? Ich würde das gerne als Gestalter benutzen. Ich würde gerne, ja. Na, dann kannst du Canva aufmachen. Es hat doch überall, steckt jetzt schon KI drin. Du kannst auch PowerPoint KI öffnen. Ja, wow. Also wenn du ein richtig krasser Gestalter bist. Also nicht jetzt hier so Designer-Bashing. Ne? Das sind am Ende nur Tools. Am Ende muss halt was Schönes bei rumkommen. Und wenn du mit Canva gut designen kannst, dann... Ich kenne das gar nicht. Okay. Grüße gehen raus an Canva, was weiß ich. Ich glaube, alle anderen, die das hier hören, kennen Canva auf jeden Fall. Ich zeige dir das dann später mal. Okay.
Ja, im Prinzip gibt es ja ganz viele webbasierte Modelle schon. Also was ist Leonardo AI oder selbst mit ChatGPT kann man ja einfach anfangen in der freien Version schon. Und was du halt machst, dieses Stable Diffusion. Diese Stable Diffusion. Jetzt haben wir euch nämlich ein Schnippchen geschlagen. Ich kenne mich nämlich eigentlich doch damit aus. Nee, natürlich ist es total sinnvoll, sich mit Open-Source-Sachen zu beschäftigen, wie du es schon gesagt hast. Stable Diffusion, Stability AI hat quasi mehrere Modelle veröffentlicht, die mit ganz viel Geld und ganz viel Ressourcenaufwand trainiert wurden, die man sich runterladen kann und mit denen man Bilder, Visualität generieren kann, so, die ziemlich leistungsfähig sind. Und auch auf diesem Open-Source-Gedanken, genau, müsste man vielleicht noch dazu sagen, weil das bei anderen geschlossenen, so ist gefeintunten Modellen nicht so ist. Genau. Das verbindet natürlich noch dazu, dass man diese Sachen nicht nur runterladen kann, sondern man kann die auf seiner lokalen Maschine laufen lassen, wenn man einen Gaming-PC hat. Geht auch auf dem MacBook, genau. Und es gibt Oberflächen dafür, die auch aus einer Open-Source-Community kommen. Also was sind deine Lieblingsoberfläche? Meine Lieblingsoberfläche? Automatic 1111. Und jetzt neuerdings? Forge UI. Ich bin Forge UI Ultra, weil super schnell und so. Und natürlich gibt es auch noch Comfy UI und was weiß ich. Also man kann auch Modelle selbst trainieren, sogenannte LoRAs, was total schön ist, mit Koya. Also das heißt, es gibt einen großen Strauß an Werkzeugen, die man sich halt einfach wirklich runterladen kann, die man auch quasi im Sinne der Update-Kultur auch immer wieder auffrischen kann, die einen schon sehr, sehr ermächtigen können. So, also im Sinne von, ich mache jetzt nicht nur eine Webseite auf und lade mir bunte Bildchen runter und werde zum besten Prompt-Jockey, sondern man kann wirklich damit gestalten. Also halt. Da bringst du es auf den Punkt. Man denkt ja immer so, jetzt sprießen die ganzen Prompt-Engineers aus dem Boden. Prompt-Jockey. Ich finde es voll geil. Prompt-Jockey ist fantastischer Begriff. Aber was ich interessant finde, wenn man sich gerade was du machst und aktuelle Entwicklungen auch in diesem Open-Source-Bereich anschaut, da ist der Prompt gar nicht mehr so wichtig. Wie ist es dann mit Gehirn? Wie dann mit vortrainierten Modellen oder wie? Naja, du kannst ja inzwischen schon selber reinzeichnen. Das geht ja auch, glaube ich, bei Ach so, na klar, ja, und, klar. Oder auch festlegen, welche Größe, welche Farbe, welche Referenzbilder. Und dann gibst du teilweise nur noch ein paar Wörter als Prompt ein. Aber die Gewichtung ist dann teilweise auch gar nicht mehr so groß. Also man hat inzwischen ganz viel Handlungsspielraum, da selber kreativ zu werden. Das hast du ja schon ganz fein ausprobiert. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen erzählen, wie du da rangehst und wie du dir dieses Tool oder diese KI zu eigen machst. Das ist eigentlich ganz simpel. Man hat also, wenn es um Gestaltung geht, heißt es ja noch lange nicht, dass, also Gestaltung hat ja nichts in erster Linie mit Textschreiben zu tun, sondern Gestalten machen wir ja nicht nur mit Text, sondern eben auch mit unserem Körper. Sprich, wir benutzen Stifte oder wir tanzen oder was weiß ich, wir kneten irgendwas, ne? Und das ist Ausdruck unserer Kreativität, unserer Gestaltung. Ja, finde ich auch spannend, wenn ich mal kurz reinkrätschen kann. Ich habe das Problem, also man kann schon viel mit Text beschreiben, aber gerade so im künstlerischen Bereich oder gestalterischen Bereich habe ich nicht immer für alles Worte. Also wir haben noch sowas wie Intuition, was ich auch oft nicht erklären kann, warum ich Dinge so mache. Die beruhen auf Erfahrung, die beruhen auf performativen Sachen, Gefühlen, wie auch immer. Und das lässt sich ja gar nicht alles in Worte immer ausdrücken. Also da ist für mich auch schon der Widerspruch. Und auch da gibt mir das Tool die Grenze meiner Kreativität. Und das wollen wir ja eben nicht. Ja. Kannst du jetzt gern wieder einsteigen. So ist es. Also die Grenzen, also Text ist super als Ergänzung, ja, um so Dinge zu leiten, ja, also als ergänzendes Werkzeug, fantastico. Aber so, gerade wenn es um so Sachen geht wie ein zittriger Stuhl, ja. Ich möchte einen zittrigen Stuhl gestalten, ja. Dann kann ich das vielleicht prompten, aber so, das wird nur Schwachsinn erzeugen. Also
der Automat, Maschine wird dieses Konzept nicht verstehen von einem Stuhl, der zittert. Ist dem ja, kalt. Wo ist denn genau dieser zittrige Stuhl auch in den Datensätzen? Ne? Ja, gibt's nicht. Ja, logisch. So. Das ist dann genau der Punkt, wo man halt eben, also gerade was du gesagt hast, so Gestaltung ist ja auch nicht nur ein Motiv, sondern es kann ja auch ein komplexes Motiv sein. Also zum Beispiel Gemälde, die halt super viele Personenbeziehungen haben, verschiedene Ebenen, verschiedene Gegenstände, die zueinander wirken, die alle in bestimmten Kontextualitäten stehen zueinander. Da möchte ich mal bitte den Textprompt sehen dazu. Das ist nämlich fast unmöglich. So, also so eine richtige, elaborierte Beschreibung zu erzeugen von einem Bild ist super, super schwer. Und wie gesagt, ein Bild erzählt manchmal mehr als 1000 Worte. So. Das hast du schön gesagt. Das habe ich mir ganz toll aus meiner Kramkiste rausgeholt. Da kamen auch ein paar Fliegen oben raus. Pfui Teufel. Ja, und wie machst du das jetzt? Was jetzt? Mit den Fliegen? Mit den Fliegen, ja. Nee, aber wo setzt du jetzt an und sagst, okay, du kannst dich als Künstler oder Designer in diesen Tools wieder auf deine Art und Weise ausdrücken? Also, das ist eigentlich ziemlich direkt, wenn ich es mal so sagen kann. Also, ich habe zum Beispiel Werkzeuge programmiert, die es mir ermöglichen, dass ich Vorzeichnungen mache und zum Beispiel auch Bereiche in Motiven markieren kann und sagen kann, das ist zum Beispiel eine Person, das ist Wasser, das ist Gras oder was auch immer. Ich kann mit Tiefenmaps arbeiten, also sprich, ich kann einem Bild Tiefeninformationen geben. Ja? Da sind wir jetzt nur bei Gestaltung. Ne? Ich kann halt auch in eine ganz andere Richtung gehen. Also zum Beispiel habe ich Werkzeuge gebaut, die halt aus diesen flachen Informationen wieder dreidimensionale Informationen erzeugen können. Also sprich Objekte. Ne? Also es geht jetzt logischerweise dann nicht mehr nur darum, Flachware zu erzeugen, sondern eben auch in den Raum zu gehen. Ne? Oder eben auch generative Orte zu erzeugen. Also ich kann zum Beispiel auch sagen, erschaffe einen bestimmten Raum. Das ist eine Grafik. Diese Grafik wird quasi abgewickelt in einer Kugel, innerhalb einer Kugel. Und man befindet sich in dieser Kugel drin. Und das erzeugt die Illusion einer Welt, in der man sich befindet. Da gibt es ganz viele Spielarten, die super spannend sind. Grundsätzlich geht es halt eigentlich auch vor allen Dingen darum, rauszufinden, was kann uns dieser ganze Klimbim bieten. Und eben das Ganze aus der Brille aus einem kreativen Auge eigentlich das Ganze zu betrachten. Und das geht natürlich dann auch so weit, dass man nicht nur konsumieren kann, sondern eben auch seine Werkzeuge durchaus selber produzieren sollte, um eben auch entsprechend gestalten zu können. Ne? Sich überhaupt erstmal damit beschäftigen, oder? Also gar keine Angst davor zu haben, genau. So wie wir das jetzt in Gesprächen immer mitbekommen haben, dass erstmal diese Angst da ist, oh, was ist das, das überfordert mich, soll ich überhaupt noch zeichnen, bin ich überhaupt noch Illustratorin? Genau. Und da, denke ich, kann ich für uns beide sprechen, erstmal motiviert dran zu gehen und sich mit den Sachen zu beschäftigen, um mitreden zu können. Ja, ja. Technologie ist ja auch, selbst die Künstler und Gestalter waren immer auch diejenigen, die Technologie eigentlich immer benutzt haben. Ja, so. Wer nicht also, wir, wer dann, ne? Also, Elon. Also du hast es aber auch mit ihm. Die Folge widme ich Elon Musk. Ja, da wird es deinem Altmann aber traurig sein. Ja. Ach stimmt, ja. Und Zucki auch. Aber wir können ja hier so einen Aufkleber an die Wand kleben. Weißt du, so in der U-Bahn, wo wir hier gerade sitzen. Ich klebe mal noch schnell einen Aufkleber an die Wand. Warte, ich habe noch einen mit. Von Sammy. So. Klack. Dran. Schön, oder? Ja, doch. Passt gut dahin. Schön. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Wie machst du das denn mit dieser KI und der Kunst? Ich glaube, dass die, also nicht, ich glaube das nicht, ich bin da ziemlich von überzeugt, dass dieses Aneignen ein großer Teil ist, damit zu experimentieren mit der Technologie, ja, und sich mehr oder weniger so eine Werkzeugpalette aufzustellen oder zurechtzubauen. Und diese Werkzeugpalette, damit meine ich jetzt nicht, dass man sich irgendwelche Sachen auf dem Computer installiert, sondern eben auch eigene Modelle trainiert, mit diesen Modellen arbeitet. Also wenn ich von Modellen trainieren spreche, sind das immer so kleinere Mini-Modelle, die nennen sich LoRAs, die können die großen KI-Modelle
in eine gewisse Richtung leiten, man kann den Generatoren den eigenen Duktus verpassen und so weiter. Super spannend. Ist natürlich jetzt keine, man kann damit keine selbstzeichnenden Automaten programmieren. Das ist auch uninteressant, sondern das ist eher so eine ergänzende Form, ein kreatives Ping-Pong, was man damit spielen kann. Das ist ein super spannendes Ding. Und ich kann das jetzt nur aus der kreativen Ecke mal beleuchten. Ich sehe das aber, dass das eigentlich überall der Fall ist. Das ist bei einem Schriftsteller so, das ist bei einem Journalisten so, ja. Das kann auch bei einem Koch so sein, was weiß ich, ja, wenn es um experimentelle Rezepte geht oder so, kann das auch super spannend sein. So. Ist nur die Frage eben so, ist die Balance gewährleistet, ne? Also, ihr könnt euch erinnern, Doom Talk in der Station vorher, bevor wir umgestiegen sind, da ging es ordentlich zur Sache. Und ich finde, dass man das immer irgendwie ausbalancieren sollte, ja, und sich immer im Kopf behalten sollte, ist es das jetzt wirklich wert, ja, und bin ich damit glücklich, habe ich mir nämlich aufgeschrieben hier auf meinem Zettel, als ich dich spontan getroffen habe. Ja, richtig. Habe ich mir schnell das noch aufgeschrieben. Also, ne, sich die Frage selbst zu stellen, macht mich das jetzt wirklich glücklicher oder nicht, so, weil das ist schon eine schwierige... Also ich finde schon eine schwierige Entscheidung, wenn man halt so Dinge an Maschinen abgibt, die vielleicht auch Spaß machen. Ja? Also zum Beispiel so, du zeichnest irgendwas oder du erzeugst irgendeine Form oder du arbeitest dich an irgendwas ab, ja? So, was vielleicht auch dich auf andere Ideen bringt. Ja? Das ist zum Beispiel ja auch sowas, was auch bei den meisten Prompt-Jockeys falsch verstanden wird, ja? Dass der kreative Prozess ja der Prozess ist. Also es geht ja um den Weg, den du läufst und nicht das Ziel. So. Und das wird halt auch in der Debatte oft vergessen, dass, die Künstler werden jetzt ersetzt, aber nee, da wird ja einfach nur ein Resultat erzeugt, aber den Weg geht ja niemand. Und der ist ja entscheidend. Das muss man vielleicht auch ein bisschen unterscheiden, wenn man jetzt im, also wir reden jetzt eher vom freien künstlerischen Bereich und Ausdrucksform, aber viele gerade so Marketing boomt ja, also ist ja KI eh die Lösung für alles, ne? Ja, klar. Und da geht es ja wirklich darum, schnell irgendwelche Mut zu generieren, Produkt-Shots zu ersetzen, günstig Influencer-Marketing zu betreiben. Das sind natürlich, da sind wir wieder bei den, für wem gestalte ich das jetzt eigentlich und was sind die Interessen dahinter? Ja. Und wir oder du arbeiten jetzt mit den Tools und versuchen ja eher auf neugierige Art und Weise zu schauen, was geht denn eigentlich damit? Wo sind die Grenzen? Ja. Wo sind die Probleme von solchen Modellen eigentlich? Und wie kann man mit Hilfe von Kunst und Gestaltung das eben sichtbar machen? Das ist ja auch die Stärke von der Gestaltung. Die Werbung oder das Marketing arbeitet mit dem, was sie hat und basiert natürlich... Ja, oder arbeitet auch mit stereotypischen Mitteln. Deswegen würde ich sagen, ist da vielleicht die Awareness nicht ganz so groß oder ist es nicht ganz so problematisch. Aber ich sehe in der Gestaltung oder auch in der Kunst mit dieser Technologie hier wieder ein super Reflexionstool. Und Vermittlungswerkzeug. Vermittlungswerkzeug, ne? Genau. Und dann fiel mir gerade noch ein, wenn du sagst, okay, und du probierst dir das so nah wie möglich wieder ranzuholen und selber zu steuern. Was man hier auch nicht vergessen darf, KI ist ja auch nicht, oder diese Technologie kommt, also ist ja auch, entsteht ja nicht im luftleeren Raum. Wir brauchen ja immer wieder menschlichen Content, der dazugespielt werden muss. Ja, total. Und da können wir das ja jetzt mal weiterspinnen. Ne? Wir haben auf Stock, wir haben überall im Internet, in den sozialen Medien immer mehr KI-generierten Content, Bilder, Texte. Und wir haben ja vorhin gelernt, dass solche Modelle ja aus dem Internet crawlen und da trainiert werden. Unter anderem, es gibt noch andere Sources, wo das hergeholt wird, aber Internet ist sozusagen hauptsächlich. Und da habe ich mal einen Fall mitgebracht, einige kennen das wahrscheinlich, so ein bekannter Concept Artist und Spieleartist, Greg Futowski. Und da ist es so, dass mehr als 93.000 Mal sein Name bereits von verschiedensten Usern zur Generation von Bildern verwendet wurde. Mhm. Also das war mit einer der meistgesuchten Style Prompts. Ja. Und er hat mal in einem Interview gesagt, also wenn er jetzt seine Bilder selber googelt oder sich selber googelt, findet er seine eigenen Werke nicht mehr, sondern nur noch die KI-generierten. Und sein Style-Tag ist sozusagen auch populär, also ein populärerer Prompt als in The Style of Picasso. Ja, krass. Ja. So, und das kann man ja jetzt weiterspinnen. Also wir füttern sozusagen die
Maschine mit ihrem eigenen Lern-Content. Ja, total. Na, ich habe jetzt auch gerade gedacht, für den Künstler Rutowski, heißt der Rutowski, ja, ne? Ja. Ist es natürlich, wäre es in dem Moment super spannend, wenn die Leute, die jetzt zum Beispiel seinen Style verwenden, ja, wenn das nicht einfach nur in dem Modell drin wäre, sondern wenn das sein Modell wäre. Genau, ja. Und er quasi sagen könnte, okay, ihr habt alle meinen Style, mein Prompt verwendet, so, und jetzt kriege ich pro Prompt, was weiß ich, einen Cent oder so, ja. Und der, ich meine, das ist so ein netter Nebenverdienst, würde ich mal sagen, so. Und wäre auch interessant, ich meine, klar, er wäre dann in der Verantwortung, seinen Style sozusagen entsprechend zu pflegen. So, das wäre jetzt mein, ist es auch meine Frage. Ist eine Idee, ja. Und eine Idee an die Gemeinschaft der Gestaltenden, könnt ihr euch mal überlegen, vielleicht ist das ja eine Lösung. Fände ich irgendwie ganz geil. Ein bisschen wie das Stock-Foto-Plattform-Prinzip, obwohl, also das ist vielleicht die Ausbeute, das Konzept dahinter noch nicht ganz ausgereift ist, aber wenn man schon mit den Daten und dem menschlichen Content anderer oder Künstler trainiert, sollte da auch irgendwie was bei rumkommen. Aber da sind wir so ein bisschen bei ähnlichen Fällen, wie es auch bei Spotify und anderen Sachen ist. Mhm. Also es ist ein bekanntes Problem. Wäre schön, wenn irgendwie auch die Künstler davon profitieren könnten. Klar. Ah, hier, lass mal noch die Linie 4 nehmen. Ja? Also Linie 4. Ich muss ja anscheinend auch ganz zufällig genau dahin, wo du auch hin musst, weil wir uns ja zufällig getroffen haben. Ja. Also es passt manchmal einfach. Genau, es passt manchmal einfach, genau. und zwar gibt es einen KI-Beauty-Contest, der wird gerade ausgeschrieben. Ich weiß nicht, ob das, es sieht aus, als ob es seriös gemeint ist. Könnte aber auch eine Persiflage oder eine Satire sein, weiß ich nicht. Hat mir Sau zugespielt, viele Grüße an der Stelle. Wir haben uns natürlich gleich drüber lustig gemacht und es ist, also, was hältst du davon? Also, mit KI erzeugte Beauty-Shorts und die werden dann sozusagen gegeneinander ausgespielt, wer dann, welches Team die besten KI-Charaktere erzeugt, die überzeugendsten Aussagen dazu trifft und so weiter und welcher Charakter die größte Reichweite hat, zum Beispiel. Ja, das ist so ein bisschen wie auf Social Media, wenn da diese KI-Influencer generiert werden. Naja, da sind wir doch eigentlich genau wieder bei der Sache. Das ist ja genau das, was diese Modelle ja gut können. Schönheitsideale. Ja, eben. Ja, genau. Also, ja, was soll ich dazu sagen? Das ist wahrscheinlich nicht schwer, da irgendwie bei diesem Contest da was einzureichen. Also ja. Super, ist ein bisschen wie Germany's Top KI-Model. Ja, Germany's Top-KI-Model. Ja. Genau. Da kommen wir, also ich halte davon natürlich nicht viel, weil das natürlich dann einfach wieder das reproduziert, wo wir eigentlich nicht hinwollen. Und da bedient sich ja Mythos und Werkzeug wieder gegenseitig. Also das, was da generiert wird, mit eben diese wunderschönen, glatten, vollbusigen, hübschen Influencerinnen oder hier Models, KI-Models, zeigen uns ja wiederum ein Bild, also ein gesellschaftliches Bild ein und Spiegel. Prägt uns dann auch wieder. Also das, was wir halt da bei solchen generierten Content immer wieder vor Gesicht bekommen, zeigt uns ja anscheinend, wie die Realität sein soll. Und sowas spielen wir dann ja auch wieder zurück in die Datensetzung, genau diese Werte und Ideale, statt die jetzt zu brechen. Also natürlich ist vielleicht so ein bisschen witzig, aber eigentlich am Ende nur Teil des Problems. Also unreflektierter Scheiß eigentlich. Ja, das stimmt. Aber das ist nur meine bescheidene Meinung. Da legen wir jetzt aber Wert drauf. Ich würde gerne einen Gegenvorschlag machen. Also wie heißt dieser Contest? Ich weiß es jetzt nicht. Ich suche es raus. Ich packe es in die Kommis rein. Können wir denn nicht weltweit erster realer menschlicher KI-Kontext? Also ich würde ja gerne das umdrehen, und zwar der Diversitätskontest. Wie es halt ist. Also so zum Beispiel, wie ist das denn mit so, also der KI kann ja auch
sich mit diversen Körpern beschäftigen. Und ich rede jetzt in allen Altersklassen, in allen, ob dünn oder dick oder wie auch immer. So, wo sind da, also was ist eine ästhetische Darstellung? So. Und das halt auch mal durchzudeklinieren. Und wenn es, also ich meine, man muss sich ja nicht immer mit Beauty-Contests beschäftigen. Das ist ja auch eigentlich völlig überflüssig. Eine Ästhetik der Realität wäre ja irgendwie erstmal spannend. Was ist also, denn das, ey? Ästhetik der Realität? Dass wir das, wie Körper halt sind und wie wir halt aussehen, ja, einfach die Ästhetik ist und eben nicht diese Ideale, die uns... Genau, aber das ist ja das, was KI kann. Das meine ich ja damit. Dass halt, man kann ja die Realität sozusagen in KI relativ gut nachbilden und sich damit auch beschäftigen und auch ästhetisieren. Also so, wenn wir gucken in Gemälden aus dem 16., 17. Jahrhundert, die Körperbilder waren andere als die wir jetzt haben. So. Und die Inszenierungen davon sind halt echt schön. So. Das ist spannend, weil ich hatte mich bei meiner Recherche auch ja über Konzepte auseinandergesetzt, wie man eben dem Ganzen entgegenwirken kann. Und in einem Interview mit Eva Gengler, also das ist auch eine feministische Forscherin im Bereich KI, hat zum Beispiel als Konzept vorgeschlagen, statt historische Daten synthetische Daten zu generieren, um sozusagen eine absichtliche Gegengewichtung, also eine Art Vorteil zu geben. Also dass man Bildmodelle oder auch Sprachmodelle absichtlich mit... ich nenne es mal sehr unrealistisch diversen, also so wie es eigentlich gerade eben leider noch nicht ist, sehr groß gewichtet, um sozusagen wieder ein Gegengewicht zu erzeugen. Also dass vielleicht historische Daten, die wir bisher haben, ja nicht alleine die Lösung sein müssen, sondern dass wir da manipulieren und lenken, also wertebasiert und normbasiert lenken natürlich. Mhm. Und ja, das könnte ich mir genauso eben bei diesem Kontext oder bei so Bild-KIs ganz gut als Konzept auch vorstellen. Ja, ist auch total, ich meine, es ist auch ästhetisch, künstlerisch total spannend. Also fände ich auch super gut. Auch die Idee, die kommt von mir übrigens, dass man die Hauptmodelle gemeinnützig macht. Also so, das würde ich an der Stelle auch gerne mal noch einbringen. Also so, man hat ein Hauptmodell, was halt die ganzen Basiskonzepte versteht. Also sprich, was ist ein Haus, was ist ein Fenster, wie sieht ein Fenster an einem Haus aus und so weiter. Und dass man das, dass da vielleicht irgendwie, dass es da ein Modell gibt für die ganze Welt oder für bestimmte Regionen, was auch immer. Und dass aber eben auch solche Konzepte wie diese, wo es um so kulturelle Schönheitsbegriffe geht und sowas, dass das halt auch als Komponenten zur Verfügung steht, vielleicht auch offen zur Verfügung steht. Was total spannend wäre, zu sagen, hey, ich beschäftige mich damit. Und da gibt es vom Museum sowieso, die haben Modelle, die kann ich mir runterziehen, mit denen kann ich arbeiten, da kann ich mich mit dem Körperideal vom 17. Jahrhundert beschäftigen und das im Generieren von meinen Bildern einbinden. So. Also wie man sich ein Buch ausleiht, leiht man sich ein KI-Modell aus, mit dem man Sachen generieren kann. Wäre mal so ein Vorschlag. Ist auf jeden Fall ein guter Vorschlag, weil solche Communities oder Gruppen haben ja eben nicht die technischen Ressourcen, um eigene Modelle zu trainieren. Und so funktioniert es ja auch aktuell gerade in der Forschung oder eben, ich meine, selbst wir arbeiten ja auch mit Daten oder Modellen, die irgendwie von Meta oder OpenAI kommen. Also am Ende baut man sich irgendwelche APIs oder Schnittstellen, selbst für Chatbots im medizinischen Bereich oder allen Entwicklungen sind am Ende ja einfach nur Schnittstellenlösungen. Also am Ende ist es wohl oder übel so, dass man wieder auf diese Datensätze zurückgreifen muss. Ja. Und da ist es halt gar nicht so einfach, von null auf selber ein Modell zu trainieren. Ne? Und da ist halt zum Beispiel auch dieses Community-Based-Ansatz, wie ich vorhin schon sagte, dass nicht inkludierte Sprachen im afrikanischen Raum einfach über die Community selber gesammelt und trainiert werden und solche Modelle Schritt für Schritt von den Menschen selbst heraus entstehen und somit dann zusammenfließen. Mhm. Das ist natürlich jetzt erstmal im Gegensatz zu den großen Sprachmodellen kein Vergleich, aber es ist eine Idee, ein Konzept von etwas, das nicht einfach alles so hinzunehmen und selber aktiv zu werden. Ja. Und das ist, glaube ich,
mit der wichtigste Punkt, das jetzt nicht einfach so dystopisch alles hinzunehmen und wir können da eh nichts machen, sondern dass man jetzt überlegt, aus allen Ecken, aus allen Forschungsrichtungen, aus allen aktivistischen Richtungen zu überlegen, wie können wir jetzt mitmischen, wie können wir mitspielen und uns diese Technologie nicht ja einfach so hinnehmend überstülpen lassen, sondern mitreden. Und da ist im Prinzip jedes Konzept gerade spannend und ein Weg in die richtige Richtung. Ich habe da ein schönes Bild von mit Bezugnahme zur letzten Folge. Und zwar hat Paul da ein schönes Bild gezeichnet von unserem Planeten. Und zwar, wenn man nämlich mit dem Raumschiff von oben drauf guckt, könnte man sich den Planeten vorstellen wie so ein riesengroßes neuronales Netzwerk. Also wir haben ja in unseren Köpfen neuronale Netzwerke, aber wir haben ja auch Interaktionen untereinander. Tiere haben neuronale Netzwerke und die Interaktion zwischen uns, Tieren, der Umwelt und so weiter. Und das ist alles eine riesengroße Interaktion, die auf einer gewissen Art und Weise neuronal funktioniert. Und habe dann nur so gedacht, wir reden ja die ganze Zeit von künstlicher Intelligenz, aber eigentlich wäre es geil, wenn wir den Begriff einfach mal wegpacken und mal da stattdessen auf soziale oder gemeinschaftliche Intelligenz setzen. Also uns mal die Frage stellen, wie würde man denn eine gemeinschaftliche Intelligenz trainieren und nicht eine künstliche. So. Vielleicht ist das einfach für uns auch ein falscher Auftrag, den wir uns stellen. So. Weil was wollen wir denn besser machen mit KI? So. Also irgendwas schneller automatisieren? Schneller, besser, größer. Das nützt mehr, ja, ne? Nur wieder dem Elon. So, das ja, dieser Elon. Nee, aber vielleicht ist das so das Gegengewicht, von dem du auch sprichst. So, dieses, dass man sagt, hey, alle müssen da mitmischen und alle müssen sich ein bisschen versuchen zu aktivieren, neben den ganzen tausend anderen Sachen, womit wir uns eigentlich noch beschäftigen müssen. Also es ist gerade leider auch alles ein bisschen viel, aber ich glaube, das ist der beste Weg, also der einzige Weg. Hat ja mit der Demokratisierung des Internets auch so gut geklappt. Naja. Also das Problem ist bekannt, aber ich gebe dir auf jeden Fall recht. Es gibt ja gerade so in diesen partizipativen Ansätzen oder den Citizen Science Ideen eben mit den BürgerInnen oder mit marginalisierten Gruppen oder mit Communities zusammen diese Technologie zu entwickeln. Oft ist es so, wenn man sagt, okay, wir haben jetzt eine diverse Technologie oder wir wollen ein diverses Modell trainieren oder einen diversen Chatbot oder Bilder, hat man dann so ein bisschen, okay, was ist denn divers, okay, wir brauchen von da ein bisschen und da ein bisschen rein. Ja. Aber was fehlt, dass ganz viele Menschen mit unterschiedlichen Werten, Herkünften und diversen Background mitgestalten, also diese Technologie aktiv mitgestalten, die vielleicht ganz andere Fragen stellen, als jetzt gerade gestellt wird. Ja, wir uns jetzt stellen, wir zwei Weißbrote. Selbst das ist sehr, sehr privilegiert, das auch wieder sehr aus unserer westlichen genormten Perspektive. Genau. Ne, es ist, ich glaube, es ist auch wichtig, sich seinen Standpunkt da auch bewusst zu machen. Was halt auch sowas ist, wo ich dann immer so denke, ja, natürlich könnte man einfach sagen, wir legen es einfach alles hin und sagen, nee, KI wollen wir nicht, finde ich aber auch Quatsch, weil wir eigentlich jetzt in dem Moment die Verantwortung auch haben, das weiterzutreiben, also so weiterzutreiben und auch Ideen zu entwickeln, wie es denn cool werden kann. Also weg geht's jetzt nicht mehr, also ich glaube... Ach, schade. Also da muss, die U-Bahn ist abgefahren. Die U-Bahn. Ja, also das meinte ich, also bringt jetzt nicht irgendwie in Panik oder Dystopien zu versinken oder da irgendwie nur das Schlechte zu sehen oder das zu hassen. Ich meine, es hat immer eine zweiseitige Medaille. Und wenn man sich immer in diesen Dystopien und diesen Utopien und gegen und dafür zu sehr aufhält, verliert man ja auch den Blick fürs Wesentliche. Also was sind denn jetzt eigentlich die Probleme, die wir damit lösen wollen? Und es findet ja oft auch dadurch einfach eine Diskursverschiebung statt, also weg von... wo können wir denn jetzt konkret ansetzen oder was können wir denn dazu beitragen, um vielleicht damit verantwortungsvoll umzugehen? Und ja, ich glaube, diese Fragen werden sich gar nicht so oft gestellt. Selbst wenn man jetzt schaut, hast du ja wahrscheinlich auch gehört, dass es gibt ja diesen EU-AI-Act und da wird ja gerade alles ganz toll reguliert. Was da auch Kriterien sind, die zu bemängeln sind, es fehlen ökologische Prinzipien in diesem EU-AI-Act. Also es wird eher, also
die, die den mal so durchflogen haben, werden auch merken, dass es eher so ein bisschen nach Risikosystem bewertet wird, nach Hochrisikosystem, also was da... Was heißt das? Also es gibt KIs, die anwenden, das ist immer so komisch, die KIs, aber man sagt das halt so umgangssprachlich. Also Risiko im Sinne von, in welchen Gebieten das angeht? In der Anwendung, vom medizinischen Bereich bis zu datenschutzrelevanten Sachen, dass es eher nach solchen Kriterien eingeordnet wird, aber zum Beispiel auch nicht, wie divers wurden diese Systeme entwickelt oder wer profitiert eigentlich davon und welchen Einfluss hat das, das ist nicht berücksichtigt. Und das wird auch von vielen, gerade feministisch-technisch Aktivistinnen kritisiert oder auch von diversen aktivistischen Gruppen, dass das leider da auch wieder fehlt. Also es sind sehr, könnte man das sagen, sehr pragmatische Regularien. Ja, also ich meine, es ist ja erstmal, sagen wir mal, wenn man sagt, es ist ein erster Wurf von mir aus, so, das dann zu verfeinern, das gilt halt zu machen, logischerweise. Das stimmt. Also besser das als gar nichts, sagen wir mal so. Und das ist ein guter Ansatz, denn das bedeutet auch, dass so Unternehmen wie Meta oder OpenAI, die eben nicht in der EU sitzen, aber diese Dienste innerhalb der EU anbieten wollen, sich an diesen Act halten müssen. Ja. Und das ist ja schon mal eine Art von Regularium, was zu einer Veränderung zwingt. Das ist schon cool, aber wenn ich jetzt mal aus meiner eigenen Praxis überlege, dann lade ich mir halt ein Modell von sonst wo runter. Und das machst du doch sowieso schon. Das mache ich sowieso, aber die Katze ist halt aus dem Sack so. Ne? Und das ist, natürlich kann man Regularien einführen und so weiter, aber nützt das denn wirklich was? So? Muss man nicht eigentlich lieber sowas machen wie ich weiß nicht, ob das funktioniert, ich hau's jetzt mal so raus, aber so KIs uncool machen, ja, also an bestimmten Stellen, ja. Also wenn jemand halt irgendwie eine KI zieht und die ist halt mit Kunstwerken trainiert, so, die bläst zwar interessante Sachen raus, aber so, wenn es niemand mehr cool findet, dann findet es halt auch niemand mehr cool. So, also das ist, ich denk grad laut, ne? So, also ich denk mal mit. Vielleicht kannst du auch sagen, halt die Klappe. Nein, auch deine Gedanken haben Platz hier. Oh ja. Ja, aber ich glaube, das vielleicht ist das auch eher so ein Weg. Also so wie mit geklauten CDs früher. Ne? Also so, wenn man halt irgendwie, du hast halt im Laden eine Original-CD gekauft und hast sie halt so, hier guck mal, ich habe eine Original-CD und versus, ich habe die von irgendwem raubkopiert, so eine eklig beschmierte. Das ist schon ein Unterschied. So, ist zwar dieselbe Musik drauf, aber es ist halt ein Unterschied. So, vielleicht ist das dann später mit KI-Modellen auch so. Ich denke absolut, dass das so sein wird. Also wir haben ja im Prinzip schon geklauten Code oder Modelle, die öffentlich gemacht werden. Und wenn uns irgendeine Technologie nicht passt, findet man Wege, um das zu umgehen. Eben wie eben die geklaute, gebrannte CD. Und ich meine, es ist ja inzwischen schon ein Trend, so GPT zu jailbreaken oder zu hacken und zu überlegen, wie man die Schutzmechanismen umgeht. Also ne, du kannst dich erinnern, vor 2 Jahren konnte man noch sämtlichen Quatsch damit machen. Ja. Jetzt findet man auf Reddit oder auf sämtlichen Social-Media-Kanälen witzige Memes, wie jemand die das Modell dazu gebracht hat, trotzdem mit Infos rauszurücken. Also man fängt, glaube ich, fast schon automatisch damit an, diese Technologien auszureizen und Ideen zu finden, um das zu umgehen. Ja. Also ich glaube auch, also das kann jetzt auch wieder sehr idealistisch und utopisch sein, dass sich auch aus gesellschaftlichen oder aktivistischen Räumen da Sachen finden werden, wenn die uns nicht passen. Also ich glaube fest daran, dass wir uns nicht alles gefallen lassen müssen. Und da würde ich dir ein kleines bisschen widersprechen, das geht auch über Regularien. Ja, klar. Also wir müssen sozusagen Perspektiven aufzeigen, die dann in Form von Regularien zur Realität werden. Weil das sind ja auch unsere Stellschrauben, die wir haben. Ja, aber wie willst du denn jetzt zum Beispiel verhindern, dass, also wenn du es nicht mehr, wenn du nicht mehr siehst, wie es erzeugt wurde, also wenn du den Text hast, der von KI erzeugt wurde oder das Bild und das so gut gemacht ist, dass du es nicht mehr erkennst, so, dass es von KI gemacht ist, wie willst du es dann regulieren? Das ist jetzt die große Frage. Also man müsste jetzt erstmal überlegen, es gab ja auch schon
Ideen, ich weiß es nicht mehr genau, woher das kam, dass sozusagen der menschliche Content mit einem Siegel versehen wird oder mit einem Wasserbild. Also ich habe mich da am Anfang auch erst so ein bisschen, Made with love. Ein bisschen drüber lustig gemacht, aber tatsächlich, wenn man jetzt mal noch ein paar Jahre weiter spinnt, welcher Content wird denn mehr sein? Also das ist jetzt ja schon sehr viel synthetischer Content. Und was ja dann auch noch ein bisschen spannend ist, wie, also es gibt ja auch dieses Konzept von einem Model Collapse, ich weiß nicht, hast du wahrscheinlich auch schon mal gehört. Ja, wo dann nur noch die Daten von dem Modell, was halt, also das, was das Modell ausspuckt, wird quasi im Netz gepflanzt und das Modell wieder bekommt das als Trainingsdaten. Trainiert sich mit seinem Kannibalismus eigenen. Kannibalismus eigentlich ist ja, das. Ja. Modellkannibalismus, das ist auch gut gesagt. Self-Cannibalism ist das. Ja, und da würde man ja eigentlich denken, okay, das wird dann immer mehr oder immer weirder. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Es ist tatsächlich so, dass dann immer mehr generischere Sachen rauskommen. Ja. Also es ist dann, ja, es ist, egalisiert sich selbst irgendwie. Ja. Gab es auch die Vermutung, dass das gerade irgendwie bei ChatGPT passiert ist, weil die Antworten immer schlechter wurden. Aber da gibt es ja ganz verschiedene Verschwörungstheorien jetzt schon wieder. Uiuiui. Ich habe gerade versucht, das mit der Musik, also mit der Musikbranche zu vergleichen. Das ist, fand ich jetzt gerade einen guten Winkel, und zwar gab es ja CDs, dann gab es die Möglichkeit, die zu brennen, was schon mal schwierig war. Dann kam Napster, so, dann ist quasi eigentlich alles im Bach runtergegangen. Und dann plötzlich gibt es jetzt aber wiederum Streamingdienste, so, was total interessant ist, weil jetzt plötzlich wieder so eine, also jetzt gibt es quasi wieder Geld, sehr unfair verteilt. Also so, ich finde Streaming richtig kacke, so, aber so. Das, vielleicht ist das eine Entwicklung, in die es gehen wird. Also das ist halt so eine Form von Streaming-Angebot, wie es jetzt ja eigentlich schon ist. Also so, man hat ja, ChatGPT, so cloud-basiert bist du bei Google, bist du bei Microsoft, deine ganzen Geräte sind mit der und der KI versorgt, du kannst dir nur den Kühlschrank kaufen, weil der diese KI-Schnittstelle hat, bla bla. Will ich alles nicht haben. Also ich finde, Smart Home kann nach Hause fahren. Also will ich nicht. Ich will auch keine smarten Autos. Ich will deswegen fahren wir auch mit der U-Bahn, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Fährt da überhaupt jemand? Ist da ein Fahrer von drin? Gute Frage. Ich habe auch irgendwie, es ist ja auch niemand weiter in der U-Bahn drin. Oh,